Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir Celebi getroffen und es hat uns gesagt, es wird uns helfen, dass wir wieder zurück in unsere Zeit kommen. Also mal sehen, ob das auch wirklich funktioniert. Seid ihr alle bereit loszulegen? Ja, sind wir. Gut, dann gehen wir jetzt. Wir müssen uns auf den Weg zum Zeittunnel machen. Gehen wir. Tiefster Düsterwald. Oh, und Celebi ist tatsächlich jetzt bei uns. Was hat es denn für ein Level? Level 45. Wow, die sind viel, viel stärker als Shana und ich. Warum? Nun ja, nicht so. Wow. Hallo, großes, übermächtiges Onix, dem ich fast keinen Schaden mache. Warum? Warum denn? Dann eben Zauberblatt. Bams. Okay. Ah! Floripova. Mag ich irgendwie diese Evoli-Entwicklung, aber man kann davon halten, was man will. Was? Einen Schadsamen. Wirf ihn auf einen Gegner und seine Verteidigung und Spezialverteidigung auf die unterste Stufe zu reduzieren. Offenbar haben wir zum ersten Mal so ein Orb gefunden. Wow, cool. Ein Onix. Ah, stimmt ja gar nicht. Was laber ich denn da? Ist ja gar kein Onix. Deswegen hält es auch so viel aus, nicht wahr? Das ist ja ein Stalos. Stalos, wie auch immer man es aussprechen will. Deswegen, ich habe mich schon gewundert, dass ich ihm so wenig Schaden mache. Ja, jetzt wird mir wieder einiges... Da hinten ist noch eines. Wisst ihr was? Das nehme ich jetzt noch mit. Zack. Nein, ich habe verfehlt. Zack. Und jetzt mit Zauberblatt. Zack. Ja, es gibt immerhin gute Erfahrungspunkte. Aber wir haben eigentlich keine Zeit zum Spielen. Wir müssen... Wow, den Zeittunnel von Celebi finden. Rizeros, weg. Und ich habe ein Level-Up. Sehr schön. Ja, den Zeittunnel von Celebi müssen wir finden, um wie gesagt wieder in unsere Zeit reisen zu können. Das am besten noch, bevor die Zobiris uns erwischen. Dann haben wir definitiv ein Problem. Wow. Jetzt habe ich langsam definitiv Angst. Ein Stolos. Aber es... ja. Es musste sich geschlagen geben gegen meine Attacke. Das sind noch... Vulpix. In Bezug... Wenn man bedenkt, dass ich ein Pflanzen-Pokémon bin, mag ich das Vieh überhaupt nicht. Wow, Reptane. Gut. Dann noch du da unten. Zack. Celebi, machst du das bitte? Celebi, greifst du bitte auch an, oder? Ja, tust du. Du kannst also auch Zauberblatt einsetzen. Das finde ich sehr cool. Dann haben wir hier Geld. Halt. Ja, natürlich sind unsere Bänder wieder nicht angelegt. Das ist irgendwie doof gemacht vom Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe es dazu, ich vergesse es oft, aber... wenn man sich auf einer Mission befindet, dann könnte das wenigstens gespeichert bleiben, finde ich jetzt. So, macht Vulpix down! Perfekt, so will ich das sehen. Und, schon wieder ein Stolos. Aber du hältst da bekanntlich nicht so viel aus gegen mich, haha. Und nächste Treppe. E4. Oh, ich stand bereits auf der Treppe, habe ich gar nicht bemerkt. Nein. Wenn jetzt Shana Regentanz könnte, das wäre cool, dann würde dieses blöde... Dieser blöde Sandsturm würde dann endlich aufhören und wir würden nicht permanent Schaden kriegen. Au. Mann, zu viel... Hallo. Zu viele Pokémon nehmen gleichzeitig Schaden. Das dauert so überst lange, bis das alles angezeigt wird. Wow, 500 EP beinahe von diesem Pokémon? Coole Sache das. Au. Jetzt haben hier die Treppe. Schnell. Ohne einmal Schaden zu nehmen noch. Weiter. Ebene 6. Da ist schon wieder die Treppe. Wow. Celebi scheint ein... Wow. Celebi scheint uns irgendwie gut durch diesen Dungeon zu führen. Kann das sein? Wow, gleich zwei Äpfel. Alles mitnehmen. Ja. Wow. Rizeros. Eins ist weg. Dann das zweite ist weg. Und dann du. Bams. Scheiße. Gut, war über 500 EP-Punkte, EP-Punkte, ja, E-Punkte heißt das. Oder Erfahrungspunkte, oder wie man will. Wow, hier sind so viele Rizeros unterwegs, aber, ja, habe ich nichts dagegen. Das sind gute Gegner für mich. Level 37 für Shana, und sie lernt eventuell schon wieder eine neue Attacke. Hydro-Pumpe. Ja. Kann auch aus der Distanz erfolgen. Aber das hier nicht. Nee. Ja, es hat zwar nur 8 AP, ja, aber...
Ich werde es Shana beibringen, dass wir die Aqua-Knarre vergessen lassen. Oder die Aquawelle? Das kann den Gegner zwar verwirren, ja. Aber das kann auch aus der Distanz erfolgen. Nee, Aqua-Knarre vergessen bitte. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. So. Shana erlernt Hydro-Pumpe. Eigentlich total cool, ja? Und ja, sie hat ja eigentlich 4 Angriffsattacken. Das... Scheiße, noch so ein Vieh. Das müsste ja eigentlich gehen. So, Shana, Reptain, schafft ihr das? Nein! Du bist immer schuld an diesem Sandsturm. Reptain, es wäre cool, wenn du auch irgendwas machst, ja? Wäre echt in Ordnung. Reptain, willst du mich verarschen? Gut, dann eben nicht. Ich dachte, du wirst uns helfen, aber irgendwie... Ja, naja. Egal. Wir haben es ja überstanden. Au, 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 au. Dieser blöde Sandsturm, der geht ihm echt langsam auf die Nerven. Oder was könnte Endivier sagen? Das geht mir aufs Blatt. Ja, genau. Nervige Dinge gehen mir aufs Blatt. So ist das. So muss das sein. Mal sehen, vielleicht kann ich mir den Spruch sogar merken. Für dieses LP. Mal sehen. Geld und ein Orb. Ich will sehen, was für einer das ist. Komm schon. Wechselorb. Will ich nicht unbedingt haben, aber ist ja gut. Da oben ist wieder ein Band. Ausdauerband und ich kann nichts mehr mitnehmen. Gut, dann tschüss, Wechselorb. Will ich nicht haben. Ah, ich wollte schon sagen, zum Glück ist hier kein Sandsturm. Aber natürlich kommt jetzt dieses blöde Vieh und erzeugt einen Sandsturm. Uncool. Uncool. Rizeros. Celebi, schaffst du das? Celebi. Okay, Zauberblatt wäre jetzt vielleicht etwas cooler gewesen. Celebi? Kriegst du das hin? Setz bitte Zauberblatt ein, ja? Danke. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Celebi jetzt hier down geht. Oder auch Reptain, ich weiß es wirklich nicht. Ich will es auch gar nicht unbedingt herausfinden, was dann passiert. So, zack. Wow, die Dornen machen ganz guten Schaden. Aber nicht so viel wie mein Tackle. 520 Erfahrungspunkte. Starke Sache das. Au, ja, komm jetzt. Dieser blöde Sandsturm. Habe ich nicht irgendwie einen Orb dabei, der das Wetter oder so? Teleportiert das Ziel, verwandelt Punkt in ein Item, bla bla bla. Nee, ich habe scheinbar nichts dabei, was das Wetter beeinflusst. Scheiße. Wow, Reptain? Du wolltest immerhin angreifen, ja, du hast es zumindest versucht. Aber beim Versuch blieb es dann leider auch. Da unten ist ein Pokémon. Ein schlafendes Pokémon. Was ist das? Ein Rizeros? Ich sehe es nicht so gut von hier. Aber ich glaube schon. Ja, es muss eins sein. Es war eins. Haha. Ebene 11. Gleich die Treppe. Was? Fiese Falle. Was? Vitalglocke von Celebi. Coole Sache. Ja, komm Celebi. Wir wechseln jetzt die Ebene und dann ist das Gift auch wieder weg. Das ist ja echt cool, Vitalglocke. Celebi, wie wäre es, wenn du Attacken einsetzt, die sehr effektiv sind oder so, solange du noch kannst? Ich meine, ich habe jetzt nur noch ein Rasierblatt und das... Scheiße, mit dem verfehle ich sogar noch. Das war die Hydro-Pumpe, die natürlich auch verfehlt. Uncool, uncool. Aber bisher ist in Ordnung. Wieder ein Band. Spezialband, ja, ich nehme es mal mit. Lass dafür eine Schleimkost liegen, ja. Wir haben hier so viel davon. Wir haben echt so viel davon. Einmal Tackle. Ah, ich muss doch treffen. Warum verfehle ich? Ich begreif's nicht. Ja, geh doch weg, danke. Oh je, Stalos macht mir zu viel Schaden, merke ich gerade. Shana, mach du es kurz bitte. Ich muss mich eine Runde lang heilen. Wow, zu viel Schaden macht mir das Ding. Shana? Perfekt! Perfekt! Es könnte nicht besser laufen. Ah, noch so eins. Florifobak, geh weg! Gut, da hinten ist wieder ein Rizeros. Celebi, Zauberblatt bitte. Sehr schön! Ah, das Rizeros hat offenbar unsere Schleimkost eingesammelt. Naja, soll es glücklich werden damit. Oh, jetzt sehe ich ihn! Das ist er! Das ist also der Zeittunnel. Okay, sieht schon mal beeindruckend aus. Ist das der Zeittunnel? Das ist richtig. Das ist der Zeittunnel.
Ich bin da durchgegangen, um in die Vergangenheit zu gelangen. Celebi, nur du kannst den Zeittunnel öffnen. Tu, was du zu tun hast. Sicher. Stehen geblieben. Das reicht. Wer ist das? Was? Diese Stimme? Das kann nicht sein. Hallo miteinander. So sieht man sich wieder. Oh, Zwirfenst! Ach du Scheiße! Zwirfenst! Zwirfenst! Eure Wuselei hat euch ganz schön weit gebracht. Umso trauriger, dass für euch jetzt alles vorbei ist. Ach du Scheiße, die Zubiris auch noch! Scheiße! Und das ist auch noch die Zubiris! Geschickt eingefädelt, Zwirfenst. Du lässt uns frei herumlaufen, hast uns aber die ganze Zeit beobachtet. Das alles, damit du sowohl Celebi als auch uns gefangen nehmen kannst. Was? Du meinst also, wir wurden die ganze Zeit verfolgt? Das habe ich nicht kommen sehen. Es ist alles meine Schuld, Celebi. Oh, Entschuldigung passt nicht zu deinem Stil, mein lieber Reptane. Und glaubst du wirklich, dass ich gefangen werden kann? Oh, Leute, seid ihr bereit zu kämpfen? Wie bitte? Darauf kannst du wetten. Wir werden uns den Weg freiprügeln. Wir drängen sie zur Seite. Dann tauchen wir in den Zeittunnel ein. Verstanden. Ha, ihr wollt euch widersetzen? Spart euch die Mühe. Das ist völlig aussichtslos. Das wissen wir nicht sicher. Zumindest, bis wir es versucht haben. Zwirfenst, du und ich, jetzt. Reptane, glaubst du, ich bin so naiv, allein zu kommen? Was? Jetzt, Meister Dialga. Was, Dialga ist hier? Holla, es ist stockfinster geworden. Was passiert jetzt? Wow! Zwei glühende Augen hat man gerade kurz gesehen. Was passiert hier? Das muss Schattendialga sein. Das ist... Reptane, was ist das? Was ist das für dieses Ding? Das ist Schattendialga. Was? Das ist Schattendialga? Was ist los, Reptane? Wo ist dein Heldenmut geblieben? Pah! Mein lieber Reptane! Das war es für uns. Wie? Warum? Wollen wir denn nicht kämpfen? Es ist aussichtslos. Zwerfenst, allein ist eine Sache. Aber gegen Dialga haben wir keine Chance. Ihr zwei habt euch so gut geschlagen. Es tut mir leid, dass ich euch hängen lassen muss. Hier endet die Geschichte. Nein, Reptane, was sagst du da? Aber... Ich gebe auf, Zwerfenst. Verfüge über mich, nach Belieben. Mein lieber Reptane! Was ist los mit dir, Reptane? Sonst gibst du nicht so leicht auf. Ja, ich gebe auf, aber... Die Hoffnung lebt. Celebi, du erinnerst dich? Das letzte Mal, als ich durch die Zeit zurückreiste, um die Lähmung des Planeten zu verhindern... Ich war nicht allein. Es gab dann noch jemanden. Was? Reptane, du bist nicht allein in unsere Welt gekommen? Das stimmt. Ich hatte einen Partner. Wir sind zusammen in die Vergangenheit gereist. Aber als wir durch den Zeittunnel reisten, gab es Probleme. Wir wurden getrennt. Mein Partner ist wohl immer noch in der Welt der Vergangenheit. Sogar wenn ich aus dem Weg geräumt werde. Mein Partner wird unsere Mission zu Ende führen. Mein Partner wird die Lähmung des Planeten aufhalten. Was lachst du so blöde? Was ist denn so lustig? Ha! Du behauptest also, jemand sei mit dir durch die Zeit gereist? Weißt du denn... Wie heißt denn dein Partner eigentlich? Komm schon, sag den Namen! Warum so eine Frage? Kannst du ihn mir nicht sagen? Doch! Der Name meines Partners ist Shawnee. Was zum Teufel?! Wir sind sein Partner und sind mit ihm durch die Zeit gereist, in die Vergangenheit, wurden dabei getrennt und... Was, das wird mir alles zu viel! Leute, was sie uns genau sagen möchten, das erfahren wir im nächsten Part, denn ich schneide hier. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei, wenn wir hoffentlich diese Sache klären, was Reptane damit genau meint. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.